Und damit herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Ich will immer Jurassic Park sagen. Ich meine, ist ja fast dasselbe, aber nein, ist es nun dann doch nicht, weil das hier ja dann doch Jurassic World ist. Und wir haben eine Expedition abgeschlossen und der Doug ist da. Grüß dich. Huhu. Neue Aufnahmesession ist. Und wir sind immer noch auf der ersten Insel, bleiben auch noch ein bisschen hier. Ich möchte das also noch ein bisschen auskosten. Wir dürfen zwar schon auf die nächste, wenn wir wollten. Aber wir können hier noch so viel machen und ich möchte mir natürlich vorher alles anschauen, damit wir auf der nächsten Insel wissen, was da von uns erwartet wird. Wir haben eine Quest, bauen, verbinden und mit Strom versorgen, ein Hotel. Da war ich ja sowieso scharf drauf und der Doug hat gesagt, nein, warte, bis du die Quest kriegst. Haben wir gemacht, war auch eine gute Entscheidung. Das wird, ich denke mal, hierhin kommen, wenn es dann irgendwie passt. Und hier soll auf jeden Fall noch ein Gehege für Pflanzenfresser kommen. Wir haben da ja noch ein, zwei Dinos, die wir noch nicht, darf man sagen, gebaut haben. Ja, darf man sagen, wir jetzt einfach mal. Kreiert. Kreiert. Genau, und wir haben eine Expedition zurück und, siehst du, direkt halt da will ich ja gar nicht drauf, Freunde. Ich will doch hier und wir schicken direkt die nächste los. Damit wir alles auf Maximum pushen, bevor wir auf die nächste Insel gehen. Ich denke mal, das wird eine weise Entscheidung sein. Und wir brauchen den Draco noch. So, Freunde, ihr seid unterwegs. Dann ist eine zurück. Was kriegen wir? Draco, den haben wir dann also schon auf 67%. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Aber diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto von mindestens einem Dracorex, der trinkt. Okay, machen wir. Wird aber noch ein bisschen dauern. Bilder von unserem Werk hier. Mit diesem Auftrag werden Sie für diese belohnt. Sehen Sie ihn sich an. So, das dauert noch 17 Sekunden. Dann warten wir das noch eben und dann können wir das nächste freischalten. Dann gehen aber dann raus und bauen unser Hotel. Dracorex fotografieren kann man noch nicht, weil da ist noch keiner da. Aber die Quest haben wir. Von daher. Ups, so. Und los geht's. Gut. Ein Hotel soll her. Falsche Taste. So. Also wie gesagt, ich würde es gerne. Strom haben wir ja noch, ne? Wir haben noch 14 Strom übrig, aber wir werden noch ein Kraftwerk brauchen. Hier ist alles ausgelutscht. Ein Hotel läuft wahrscheinlich unter Gäste. Oh, das sieht aber very imposant aus. Es ist auch very groß. Jetzt hat der Explorer vergessen, wie man Gegenstände dreht. Achso, da unten steht zwar XY, ja. Weißt du, man hat drei Tage nicht gespielt. Puck ist das groß. Wäre toll, wenn das hier hinpasst, weil die Leute, die dann auf der Rückseite wohnen, die können dann in das Gehege reinschauen, weißt du? Aber nein. Es ist die Frage, liegt es am Weg? Kann es sein, dass der Weg in... Ich glaube, vermute, es ist der Weg. Wir machen den mal dezent. Der Weg ist im Weg. Guck mal, jetzt laufen die über den Rasen hier. Die sind total verzweifelt. Können wir das Hotel jetzt hier hinsetzen? Ich hatte letztens sogar Leute in einem meiner Gehege drin, weil ich Dings abgerissen habe. Einen Zaun. Dann sind die im Gehege rumgelaufen. War auch sehr geil. Hier geht's. Dann machen wir das doch hier hin. So, dann werden wir jetzt den Weg nochmal schön machen. Oh, gerade. Ich glaube, wir müssen gerade machen. Ja, und... Ja. So, angebaut ist es, wenn wir es richtig gemacht haben. Ja. So, wie viel Strom braucht denn das? Null, das ist wunderbar. Ja gut, dann warten wir mal eben, bis es steht. Und wir haben Fossilien. So, was haben wir denn hier? Rhodium, 80.000. Wir extrahieren. Na, wird gebaut. Wie lange braucht ihr dafür, Freunde?
Frage. Frage alle Fragen. Wie groß können wir hier? Ja, hier haben wir nicht mehr viel Platz. Und nach hier unten. Ja gut, hier könnten wir noch. Hier könnten wir noch. Wo können wir das nächste Gehege hinmachen? Hier so? Bitte? Hier ist ein Weg, der hier dran vorbeigeht. Hier das nächste Gehege. Viel Platz haben wir nicht mehr. Strom, wie viel brauchst denn du? Zeigt ihr uns das an? Benötigt 10. Ja, die haben wir ja noch locker. Das heißt, wir müssen eigentlich quasi, glaube ich, nur ein Umspannwerk hier hinsetzen. Wenn der Explorer das mit dem Strom jetzt so langsam mal gerafft hat. Einmal hier hin. Und? Haben wir es gerafft? Ja. Sie geben wohl wirklich nie auf. Wir bräuchten mehrere wie Sie. Ja. Sehr schön. Ich wollte Ihnen sagen, wie dankbar ich für alles bin, was Sie für die Wissenschaftsabteilung getan haben. Also, vielen Dank. So. Das war kurz und knackig. Kann man da ranzoomen? Wir bauen ein Hotel. Machen wir noch einen Screenshot von. Zack, erledigt. Gut. Foto eines Dracorex, der trinkt. Das dauert noch. Wir könnten die nächste Expedition losschicken. Ihre Gäste haben genug Einkaufsmöglichkeiten und das macht sich. Das macht sich glücklich. Gutes Deutsch. So, die sind unterwegs. Wir können nochmal eben ein. Den extrahieren. Ja, jetzt haben wir quasi nur das Fotografieren von dem Dracorex. Das heißt, wir müssen jetzt als nächstes wirklich das Gehege in Angriff nehmen. Da brauchen wir aber keinen Strom für. Das ist auch schon mal wieder eine nette Sache. Da reicht also normaler Zaun. Oder mal eben näher ran. Ich hasse es mit dem Terrain. Achso, ich bin jetzt wieder auf Strom. Sorry. So. Das ist normaler Zaun, ne? Ja. Komm mal eben raus. So. So. Machen wir das jetzt mal direkt hier am Wasser entlang. Ich weiß nicht, wir kriegen jetzt den Dracorex noch. Ich weiß nicht, haben wir noch einen zweiten Pflanzenfresser, den wir noch nicht. Den Hygia, bla bla bla. Ja. Heißt der, glaube ich. Ich liebe das Terrain, das ist so geil. Macht so viel Spaß. Und am Zäun ist erstmal alles ganz krass. Ganz krass, Explorer. Nein, mach mal gerade. So, das Gehege haben wir schon mal. Gut, viel Platz haben die Freunde jetzt hier nicht, aber es geht nun mal jetzt nicht anders. Wo sah ich das denn nochmal? Hier sehen wir das, ne? Also was haben wir denn hier? Fossilien, also. Okay, bitte extrahieren. Jo, den haben wir. Den Hyagongosaurus, den haben wir noch nicht, genau. Das heißt, die zwei können wir jetzt in ein Gehege setzen. Oh, aber das passt. Müsste. Ja, das Gehege ist nicht so groß. Wir das ist nicht so tragisch, glaube ich. Hier das Wasser wegmachen, das geht doch, glaube ich, ne? Abreißen. Ne, das war nicht auf Abreißen, das war auf
Landschaftsgestaltung. So. Nee, auch nicht. Kann ich Wasser entfernen? Auf Wasser bei der Landschaftsgestaltung klicken. Ah, okay. Und dann beim Wasser einfach auf Abreißen. Das sieht doch dann hier schon ganz anders aus. Deine Probleme hätte ich gerade gern. Ja, der Dark dümpelt natürlich schon auf Insel Nummer 2 rum, oder? Du hast schon alle Inseln. Du hast das Spiel ja gesuchtet in der Zwischenzeit. Ich hab mehr oder weniger alle Inseln, ja. Ich liebe das Spiel aber auch. Ich bin jetzt im Prinzip wiederholt auf Insel 2. Einfach nur, weil ich jetzt dementsprechend die Dinos habe, hab dann Insel 2 komplett jetzt niedergerissen und versuche gerade Insel 2 dementsprechend neu zu bauen und verzweifle hier an der Gegebenheit der des Geländes, sagen wir es mal so. So, gut. Also das Einzige, was ich an dem Spiel irgendwie ein bisschen, was ich nervig finde, ist jedes Mal die Expedition losschicken. Das finde ich ein bisschen... Ich finde das Nervigere eigentlich eher den Baumodus, dass der dann zwischenzeitlich, weißt du, als ob es nicht einfach wäre, er sagte immer, Baukosten, Terrainbeschränkungen, bla bla bla. Als ob es heutzutage nicht einfach wäre, mal eben irgendwo ein Hotel hinzubappen, weil die Leute ja selber im Prinzip dann planieren und etc. Das ist das Einzige, was mich nervt. Du musst dann selber gucken, dass der Boden dementsprechend passend ist, und das ist so kompliziert, weil ein Klick zu viel und der Boden ist zu tief und ein Klick zu viel, dann ist der Boden wieder zu hoch und du sitzt davor und denkst nur noch so, ey Leute, ernsthaft? Also das sind die Expeditionen, die musst du ja nicht losschicken, rein theoretisch. Da zwingt dich ja keiner zu. No? Ja, vom Grundprinzip her hast du recht. Das hat doch gerade gepasst. Ja, ein Stück hier runter. Da, was? Da ging er. Hallo? Drehen? Achso. Spiel, bitte. Genau das. Ja. Ja, der braucht jetzt auch wieder Strom. I know. Ich krieg da kein viertes Hotel hin, er leckt mich doch am Arsch. Was ist denn hier? Ranger. Hier haben wir noch zwei Strom ungenutzt. So, der braucht jetzt hier aber auch Strom. Ich würde aber jetzt gerne erstmal den Weg hier lang machen. So, das ist kein Strom. Ja, das ist jetzt im Moment auch nicht so schlimm. Wir haben neues Fossilien. Nächste Quest. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Sorgen Sie dafür, dass 60% dieser Insel von Sturmabwehrstationen abgedeckt werden. Die Tiere spielen bei schlechtem Wetter häufig verrückt. Normalerweise ist das kein Problem, aber in diesem Fall ist das anders. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Machen wir. Und wir werden weiterhin DNA extrahieren. So. Sturmabwehrstation. Was es nicht alles gibt. Sind im nächsten Level wichtig. Würde das Kraftwerk eventuell direkt daneben passen? Das wäre nämlich also, sowas von nice. Glaube aber nicht. Ne? Das war. Sowas könnte eventuell passen. Wenn das Spiel mich lässt. Aber es lässt mich. Nee, okay. Irgendwie. Hier geht die Linie. Kann doch nicht so schwer sein. So. Das wird alles noch schön. Also du da draußen, mach dir keine Sorgen. Wir machen das alles noch
schön. Nee, ich will keinen Strom. Weg damit. Gut, dann nochmal Expedition. Oder sind die schon zurück? Sind die schon zurück? Und wieder DNA. Wieso? 87% haben wir den guten Kollegen schon hier. Dann können wir doch eigentlich müssen wir die nächste Krankheit hier auch freischalten können. Ach so, genau. Forschen solltest du alles, bevor du in die nächste, zur nächsten Insel übergehst. Das nehme ich also mit auf die nächste Insel? Ja. Okay. Fossilien, genetische Forschung, medizinische Behandlung, das war's. Nee, das war's nicht. Gebäude-Upgrades, was haben wir denn da? Aufprallschutz, Strom-Upgrades, ACU-Treffsicherheit, Helikopter. Nein, das will ich ja jetzt erstmal nicht. Ich will... Was ist denn das? Freunde? Fossilien, nur Gegenstände. Genetische Forschung. Das war's nicht. Wo waren das mit den Viren? Da mit dem... Ach, Alter. Gebäude. Ich find's nicht. Ja, ich will das... Ich kann es dir gerade nicht sagen, ich habe kein Forschungslabor mehr. Ah, okay. Danke. Das war schon die Antwort, die ich brauchte. Ich bin nicht sicher, ob sie auf meinen Job abzielen. Aber mit den Zahlen würden sie ihn wohl verdienen. Ah ne, da sind wir ja. Gebäude. Das ist dasselbe. Aber wieso? Da gab es doch was mit... Impfgedöns, ja. Wieso ist denn das gesperrt? Forschungszentren benötigt. Ach so, Rang 3, okay. Weil, genau, weil du mehr als 1 brauchst dafür. Okay. Ich brauche 3 Forschungszentren oder muss ich 1 aufwerten auf Rang 3? Nein, du brauchst 3 Forschungszentren für bestimmte Forschungen. Die kriegst du halt 3 Forschungszentren benötigt, heißt im Prinzip 3 Inseln. Ah, okay, also auf der dritten Insel. Würdest du rein theoretisch die Forschung, die du jetzt gerade nicht betreiben kannst, freischalten? Okay. Das habe ich nie. So. Okay, das haben wir auch. So. 60% der Insel mit Sturmabwehrstationen abdecken, die wahrscheinlich auch Strom brauchen, ne? Ich glaube, jede Stromabwehrstation braucht 5 Strom. Warte, ich kann es mal grad nachgucken. Ja. Super, dann haben sie mich ja jetzt hier ganz schön an der Kandare. Gut, 60% ist die Frage. Das wären. Hier könnten wir einen hinmachen. Aber hier oben müsste ich dann wieder. Na, schauen wir mal. Hier brauchen wir nur das und wir bräuchten hier noch einen Gehegezaun. Bitte. Ein Tor. Jetzt kann ich da bestimmt so. Noch 1-2 Hotels hinknallen. No. Und hier bräuchten wir. Oh Gott. Gib mir Platz. Können wir das direkt daneben setzen? Nein, das wollte ich nicht. Das Gehege oder war das Beste, ne? Turnierladen. Dann war es doch Gehege. Da ist es. Okay. Tipps. Das haben wir auch.
Das war dann auch noch ein Weg. Habe ich das verkehrt gesetzt? Nein. Puck. Ja, bitte. Ach, der Explorer. Bitte. Kann ich das? Sag so. So. Dann setzen wir auch direkt. So. Dann haben wir das auch schon mal. Während er da jetzt fleißig baut noch, versuchen wir das mal mit dem Weg hier hinzukriegen. Weil die brauchen ja eine Anbindung hier. Mal gerade. Hallo? Ist hier, ne? So. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die nächste DNA können wir wieder extrahieren. Und wir können nochmal den Spedition losschicken. Aber jetzt hier rüber. Wo ist er? Wo war er? Ausgeschöpft. Ah ne, das war der Ceratosaurus. Hier ist er. Okay, das haben wir, das haben wir. Der Strom ist hier unten. Muss da auch ein Weg dran, ja, ne? Wege. Der Weg ist das Ziel. Nee, das Ziel ist der Weg. Nein. Ja, was denn jetzt? Explorer. Futtermäßig sieht es noch gut aus hier. 5 von 10, jawohl. Was machen unsere Fleischfresser? Wenn ich... Ich würde ja gerne mal was machen hier. Weißt du was, das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir brüten mal aus. Ein Strutiummoos ausbrüten. Mal sehen, ob die den dann fressen. Okay, Strom. Strom, Strom, Strom. Achso, jetzt muss ich da natürlich wieder... So, Dinosaurier kann freigelassen werden. Ja, mein Freund, du möchtest in dieses Gehege aber eigentlich nicht rein. Ich glaube, du wirst ein kurzes Leben haben. Wie nett. Ja, ich mach das mal. Ich habe hier so ein Strohtigunsgedöns ins Fleischwassergehege gesetzt. Hm. Er ist direkt in den Wald rein. Ja, ich habe ein Angebot erhalten, versteckt sich der Wissenschaftsabteilung. Lassen Sie einen Triceratops mit einer aggressiven Verhaltensmodifikation frei. Ist frei? Im Gehege. Also, ich wollte gerade sagen. Züchte einen T-Rex und lass ihn auf deine Touris los. Zwei scheinen wohl. Ach, das sind ja drei. Na, habt ihr den schon gesehen? Fressi, Fressi. Ja, jetzt nicht hier in den Wald fressen, da sehen wir nix. Toter Dinosaurier.
Oder ist hier einer gestorben? Nee. Doch, hier ist einer gestorben. Nein. Nein. Okay, dann bitte einmal Hubschrauber. Aufgabe hinzufügen. Nee, das war falsch. Hubschrauber? Da müssen wir draufklicken. Tja, was können wir hier noch haben? Zur Abholung des Produkts unterwegs. Okay, dann züchten wir hier direkt einen neuen. Kasten, Dinosaurier ausbrüten und... Zwei Dinosaurier tot? Aber jetzt nicht hier in dem Gehege, oder? Ne, jetzt haben sie drüben den gefressen, oder? Haben sie hier gefressen? Ja, sie haben ihn gefressen. Komm, dürfen wir noch gucken. Und? Diggi? Ah, er hat nur mit ihm gespielt, okay. Ja, dann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir aber auch hier einen Cut. Wir sind nämlich schon wieder bei 26 Minuten. Produkttransport im Gange. Geht immer schnell, ne? Ja, die Aufnahmen gehen echt schnell bei dem Spiel. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao. Tschüss.